Das Heumals Gateway DTU Pro ist eine Datenübertragungseinheit, die Informationen und Daten der PV-Mikrowechselrichter über eine 2,4 GHz Funklösung erfasst und an die Heumals Überwachungsplattform S-Miles Cloud über Kommunikationsoptionen wie Ethernet, WLAN oder 4G sendet. Im Vergleich zur DTU W100 oder G100 verfügt DTU Pro über fortschrittlichere Funktionen, wie zum Beispiel Verwaltung des Leistungsexports und Konfiguration der Leistungsbilanz. DTU Pro ist in zwei Versionen erhältlich, als WLAN-Version und als 4G-Version. Die WLAN-Version mit 4G bietet 4G- und Ethernet-Verbindung. Wenn Ihr Solarsystem in einer Umgebung mit eingeschränktem Internetzugang installiert ist, zum Beispiel auf einem Bauernhof, dann ist die 4G-Version genau das Richtige für Sie. In diesem Video erfahren Sie alles über die Installation der DTU Pro 4G-Version und die Netzwerkkonfiguration von Anfang an. Bevor wir beginnen, scannen Sie den QR-Code, um die S-Miles Cloud Installer-App herunterzuladen. Sie können für diese App auch nach Heumals im Google Play oder Apple Store suchen. Bitte beachten Sie, dass sich diese Videoanleitung nur auf die Installer-App bezieht. Als nächstes überprüfen Sie die Box auf Vollständigkeit. Ein Heumals DTU Pro mit zwei Antennen, ein Netzteil, eine Halterung und ein fünfpoliger Stecker. Nun müssen Sie entscheiden, wie Ihre DTU Pro mit dem Internet verbunden werden soll. Ethernet oder 4G. Wenn Sie sich für Ethernet entscheiden, müssen Sie ein Ethernet-Kabel vorbereiten. Bei einer 4G-Verbindung benötigen Sie eine SIM-Karte. Sie benötigen außerdem M4-Schrauben, einen Akkuschrauber und eine Wasserwaage, falls Sie die DTU an der Wand installieren möchten. Nun können wir loslegen. Schritt 1. Wählen Sie den Installationsort. Falls möglich, können Sie Ihre DTU Pro im Dachgeschoss installieren, um das Signal zu verstärken, oder Sie installieren sie in der Mitte des PV-Arrays. Der Installationsort sollte mindestens einen halben Meter vom Boden und 80 cm von jeder Ecke entfernt sein. Die DTU kann entweder an der Wand oder auf einem Tisch montiert werden. Wenn Sie sich dafür entscheiden, die DTU an der Wand zu montieren, müssen Sie zunächst den Installationsort markieren. Als nächstes befestigen Sie die Halterung mit mindestens zwei M4-Schrauben an der Wand. Für die Befestigung der DTU an der Halterung halten Sie zunächst die beiden Schlitze an der Oberseite der DTU gegen die Halterung und drücken dann die Unterseite der DTU vorsichtig gegen die Halterung, bis Sie ein Klicken hören. Damit ist die DTU erfolgreich an der Halterung installiert. Bitte achten Sie darauf, dass die Antennen senkrecht zur Wand stehen, wenn die Installation abgeschlossen ist. Wenn Sie die DTU auf einem Tisch aufstellen möchten, achten Sie bitte darauf, dass die Antennen senkrecht zum Tisch stehen. Stecken Sie den Netzadapter in die DTU Pro und schalten Sie sie ein. Nach dem Aufleuchten aller Anzeigen beginnen die beiden Kommunikationsanzeigen zu blinken. Das bedeutet, dass Sie mit der Netzwerkkonfiguration der DTU Pro beginnen können. Als nächstes wählen Sie aus, wie sich Ihre DTU Pro mit dem Internet verbinden soll. Wenn Sie sich für Ethernet entscheiden, dann benötigen Sie ein LAN-Kabel. Verbinden Sie ein Ende des Kabels mit dem Router in Ihrem Haus und das andere Ende mit dem Ethernet-Anschluss der DTU. Öffnen Sie die Installer-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet und melden Sie sich an. Geben Sie unten auf der Seite Q&M ein und wählen Sie Netzwerk-Config. Verbinden Sie Ihr Smartphone und die DTU und tippen Sie dann erneut auf Netzwerk-Config. Wählen Sie Konfigurieren, um die Einstellungsseite zu öffnen, und wählen Sie Ethernet. Tippen Sie auf An DTU senden, dann wird ein Pop-up-Fenster angezeigt, in dem Sie den Fortschritt der Netzwerkkonfiguration sehen können. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, tippen Sie auf Fertigstellen, um zur B&W-Seite zurückzukehren. Die Ethernet-Netzwerkkonfiguration ist nun abgeschlossen. Wenn das Pop-up-Fenster Fehler wie diesen meldet, bedeutet dies, dass keine Verbindung mit dem Netzwerk besteht. Und Sie müssen die Internetverbindung wie angewiesen überprüfen. Wenn Sie ein 4G-Netzwerk verwenden, beachten Sie bitte, dass unsere Produkte nur mit Micro-SIM-Karten funktionieren. Wenn Sie also eine Nano-SIM-Karte wie diese verwenden, nutzen Sie bitte einen SIM-Kartenadapter, um sie in eine Micro-SIM-Karte umzuwandeln. Stecken Sie die Karte in den SIM-Slot, bis sie einrastet.
Öffnen Sie die Installer-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet und melden Sie sich an. Geben Sie unten auf der Seite Q&M ein und wählen Sie Netzwerk-Config. Verbinden Sie Ihr Smartphone und die DTU und tippen Sie dann erneut auf Netzwerk-Config. Wählen Sie Konfigurieren, um die Einstellungsseite zu öffnen, und wählen Sie 2G, 3G oder 4G. Tippen Sie auf An DTU senden, dann wird ein Pop-up-Fenster angezeigt, in dem Sie den Fortschritt der Netzwerkkonfiguration sehen können. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, tippen Sie auf Fertigstellen, um zur Seite zurückzukehren. Wenn das Pop-up-Fenster Fehler wie diesen meldet, bedeutet dies, dass keine Verbindung mit dem Netzwerk besteht und Sie müssen die Internetverbindung wie angewiesen überprüfen. Wenn die Verbindung fehlschlägt, tippen Sie auf Toolkit und rufen Sie die Seite Cloud-Verbindung auf. Tippen Sie dann auf Netzwerk-Config und rufen Sie die Seite mit den APN-Einstellungen auf. Ändern Sie die APN-Angaben gemäß der von Ihnen verwendeten SIM-Karte. Tippen Sie auf An DTU senden, um die Konfiguration des 4G-Netzwerks abzuschließen. Zum Schluss trennen Sie bitte Ihr Smartphone von der DTU und warten Sie 1 bis 3 Minuten. Wenn die zweite LED der DTU leuchtet, bedeutet dies, dass die Netzwerkkonfiguration erfolgreich war.